mein Name ist Jens Schobanski, Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin. Herr Schobanski, allgemein findet eine Durchsuchung statt. Worum geht es? Insgesamt wurden heute Morgen 26 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt hier in einem Verfahren gegen einen Betreiber eines Bestattungsunternehmens wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung und des Gewerbs- und bandenmäßigen Einflusses von Ausländern. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Schleuser, die sich aus Kollegen des Landes Berlin und der Bundespolizei zusammensetzte, setzt diese Durchsuchungsbeschlüsse um. Und heute Morgen haben wir in Neukölln und anderen Stadtbezirken in Berlin insgesamt 26 Objekte durchsucht. Wie sind denn diese Schleuser vorgegangen? Also es gab einen anonymen Hinweis, der uns auf die Spur dieses Schleuserrings gebracht hat. Hier wurden Personen auf Ähnlichkeitsprinzip nach Deutschland geschleust, vornehmlich aus Syrien und Nordafrika. Und die Geschleusten wurden mit Pässen ausgestattet, die eigentlich Verstorbenen gehört haben. Das ist eine ganz neue Art im Prinzip des Geschäftes mit dem Todes. Das kann man so sehen. Ja, und wir sind natürlich bei den Ermittlungen noch nicht so weit, um konkret zu sagen, wie viele Fälle es gegeben hat und ob es ähnliche Fälle schon in der Vergangenheit einmal gegeben hat. Das Verfahren wird durch die Staatsanwaltschaft Berlin im Prinzip geleitet. Gab es Festnahmen? Gab es Haftbefehle? Im Laufe der heutigen Durchsuchungen galt es vornehmlich, Beweismaterial sicherzustellen. Und es war nicht das Ziel, Haftbefehle zu überstrecken. Nein, es gab bisher keine Festnahmen. Dankeschön.